Willkommen beim neuen Beitrag, meine lieben Mystery-Freunde. Unser Thema heute, das Erbe der Templer. Denn offiziell wurde der Tempelorden im Jahre 1312 aufgelöst. Ist aus den alten Wurzeln tatsächlich eine verschwörerische Geheimbund mit internationaler Macht entstanden? Oder existiert er vielleicht noch heute? Mit einer faszinierenden Idee beschäftigen sich unzählige Bücher, die in den letzten Jahren erschienen sind. Es ist das Erbe der Templer, das besonders in Frankreich ein breites Publikum in seinen Bann zieht. Er hatte der einst so mächtige Ritterorden bedeutende Niederlassungen gehabt, bevor er zu Anfang des 14. Jahrhunderts vom Papst wegen angeblicher ketzerischer Geheimlehre und unsittlichen Bräuchen aufgelöst wurde. Hat eine Neubelegung dieser esoterischen Tradition in einer geheimen Gesellschaft mit dem Namen Priorat von Zion stattgefunden? Waren diese Nachfolger der Templer tatsächlich über die Jahrhunderte hinweg in die europäischen Politiken verwickelt? Steckten sie vielleicht sogar hinter der Französischen Revolution? Zahlreiche Autoren versuchen heute, diese Spekulation zu beweisen, und ihre Bücher finden reißenden Absatz, auch wenn es genügend Gründe gibt, die Geheimbundtheorie als Produkt der Fantasie zu sehen. Wenn wir uns die historischen Tatsachen zuwenden, so finden wir im 12. und im 13. Jahrhundert tatsächlich ein Kloster bei der Marienkirche auf dem Berg Zion, jenem alten Tempelbezirk Jerusalem, wo Christus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert haben soll. Der französische Kreuzritter Gottfried von Bouillon hatte nach dem siegreichen ersten Kreuzzug im Jahre 1099 ein christliches Königreich Jerusalem begründet und die Kirche gebaut. Ein Franzose, Hugo von Pion, war es auch gewesen, der etwa 20 Jahre später zum Schutz der Pilger und des Heiligen Landes den Ritterorden der Templer oder Tempelherren gründete. Ob jedoch tatsächlich eine Verbindung zwischen dem historischen Tempelorden und jener Geheimgesellschaft Prior de Sion besteht, die sich angeblich bis in die Gegenwart erhalten hat, ist keineswegs nachgewiesen. Aufsehen erregte der Bestseller des italienischen Umberto Eco. Das Foucault'sche Pendel beschreibt die Forschungsarbeiten eines italienischen Intellektuellen, der durch seine historische Neugier immer tiefer in die Machenschaften des immer noch existierenden Geheimbundes verstrickt wird. Sicher handelt es sich hierbei um einen Roman, doch die konkreten Beispiele der angeblichen Einflussnahme der Templer auf welthistorischen Ereignisse klingen so plausibel, dass man sich nicht bloß für die Fantasieprodukte eines begabten Autors halten möchte. Natürlich, auch wenn es sich um eine bloße Konstrukte handelt, so nimmt Eco doch einen Mythos auf, der seit Jahrhunderten nichts von seiner Faszination verloren hat. Viele moderne Bücher über diese Geheimbund beziehen sich jedenfalls fast ausschließlich auf die sogenannten Prière-Dokumente, mysteriöse kopierte Schriften, die seit 1965 in der Bibliothèque Nationale in Paris aufbewahrt werden und allgemein zugänglich sind. Dazu gehören die Geheimdossiers, die von einem gewissen Henri Lobino verfasst wurde und drei Namenslisten enthalten, die Prior des Klosters von Berg Zion, die Großmeister des Tempelordens von 1118 bis 1190 und die angeblichen Großmeister des Geheimbundes, das Heilige Blut und der Heilige Gral. Henry Lincoln, Michel Besch und Richard Lyon haben diese Liste, wie sie sagen, sorgfältig geprüft und studiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die dritte Liste, die den Großmeister der Geheimbundes auf eine interne und einem auserwählten Kreis zugängliche Informationsquellen hindeuten, die den Historikern bislang noch verschlossen sind. Weltberühmte Namen enthalten diese Liste, etwa Sandro Filipe, Großmeister des Ordens von 1483 bis 1510 und dessen Nachfolger im Amt von 1510 bis 1519 Leonardo da Vinci, der geniale Physiker Isaac Newton, Großmeister von 1691 bis 1727, ist ebenso zu finden wie der französische Schriftsteller Victor Hugo 1844 bis 1885. De Prion de Sion, schreibt Lincoln, Lyon und Besch, scheint bescheiden und realistisch zugleich. Er gibt nicht vor, Genies übermenschlichen Meister erleuchteten, eingeweihte heilige Weise oder unsterblich geführt worden zu sein. Vielmehr gesteht er offen ein, dass sein Großmeister ganz normale, fehlbare Menschen waren.
Als Beweis für die tatsächliche Existenz des Brière de Sion bis in unsere Zeit kann uns diese Argumentation allerdings nicht genügen. Schon allein deshalb, weil die bedeutungslosen Namen auf der Liste an einer Hand abzuzählen sind. Charles Nodier, etwa Großmeister von 1801 bis 1844, mag heutzutage weitgehend unbekannt sein. Zu seiner Zeit aber war er ein namhafter Schriftsteller und Revolutionär. Nicolas Flamel, angeblicher Großmeister zwischen 1398 und 1418, war der vielleicht berühmteste Alchemist Frankreichs. Und der Engländer Robert Fluid, 1595 bis 1637, machten sich durch seine Werke über die Hermetik einen Namen. René de Anjou, 1418 bis 1480, stand im Zusammenhang mit der Jungfrau von Orléans. Und Valentina Andrea, 1637 bis 1654, trug maßgeblich zu der Entstehung des Rosenkreuz-Mythos bei. Viele der übrigen Namen auf der Liste gehören hochkarätige, wenngleich viele leicht obskurte Vertreter der europäischen Adels. Von einem repräsentativen Querschnitt der Menschheit wie Lincoln, Lai und Beige, die Sammlungen angeblich Großmeister nennen, kann also keineswegs die Rede sein. Aber sind dies tatsächliche Hinweise, dass dieser Tempelorden existiert? Die Templer selbst sind Bewahrer von heiligen Reliquien, so wie zum Beispiel dem Heiligen Gral oder die Bundeslade. Was denkt ihr? Vielleicht doch nur ein Mythos? Es gibt Vermutungen, dass sich der Heilige Gral oder sogar die Bundeslade sich auf Oak Island befindet. Aber auch andere Orte sind nicht ausgeschlossen. Hinweise belegen, dass angeblich die Bundeslade im nördlichen Teil Äthiopiens sich in einer kleinen Kapelle befindet. Es ist noch Nacht, als sich ein Pilgerzug ganz in weiß gekleidete Gläubige in einer völligen Stille zu einer kleinen Kapelle im Hochland Nordäthiopiens aufmacht. Der orangefarbene Vorhang am Eingang weht leicht im Wind. Dann treten mehrere Priester mit Zeremonienschirmen heraus. In der Mitte ist ein Geistlicher in einem prächtigen, verzierten roten Umhang auszumachen, der eine mit einem schwarzen Tuch abgedeckte Truhe auf den Kopf trägt. Eine Kopie der Bundeslade? Dann ziehen rund 1000 Menschen langsam in einer Prozession durch die alte Kaiserstadt Aksum. Wie fast alle der rund 45 Millionen orthodoxen Christen in Äthiopien sind sie überzeugt, dass die originale Bundeslade in der Kapelle gleich neben der Kirche der Heiligen Maria von Zion aufbewahrt wird. Sie zählt zu den heiligsten Gegenständen der Menschheit. Ob sich die Bundeslade wirklich dort in dieser Kapelle befindet, sei erstmal dahingestellt. Denn das Betreten der Kapelle ist nach Anweisungen der Priester strikt verboten und dürfen nur auserwählte Priester zugänglich gemacht werden. Wurde dieser Tempel vielleicht von den Templern erbaut, um darin die bestimmten Reliquien zu bewahren, so eben wie die Bundeslade? Und wenn man sie doch einmal zu Gesicht bekommen sollte, dann ist sie wahrscheinlich nur eine Kopie. Die Frage an euch: Was meint ihr? Gibt es diese Templer wirklich? Oder ist es nur ein Fazit einer Geschichte? Wenn ihr möchtet, könnt ihr dies gerne in den Kommentaren erwähnen. Und somit sind wir schon wieder am Schluss angekommen. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen.